Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel und das ist Play Game Alone. Heute, ihr seht es, als Zuschauerwunsch Black Panther gegen Rhino. Also, bleibt dran. So, willkommen zurück. Wie gesagt, es wurde sich von den Zuschauern den Black Panther mal gewünscht in Führung. Also ich persönlich mag ihn so nicht wirklich, ist auch nicht einer meiner Superhelden, meine Lieblingshelden. Ich spiele jetzt auch das erste Mal, ich habe mich vorher gar nicht mit dem beschäftigt. Aber ihr seid live dabei, wie man ihn das erste Mal spielt. Vielleicht erfolgreich, vielleicht auch nicht. Ich spiele ihn in Führung. Im Grunde kann er wahrscheinlich alles, wie ihr schon seht hier. Ne? 2-2-2. Wir gehen erstmal die kurzen Karten durch, die ich ausgesucht habe und danach geht's ins Spiel. So, wir fangen erstmal mit dem Alter Ego an. T'Challa, Erholung von 4, das ist eigentlich schon mal ganz gut. 11 Lebenspunkte, Handlimit 6. Und der hat den Spielaufbau. Durchsuche dein Deck nach einer Black Panther Upgrade und nimm es auf der Hand, mische dein Deck. Okay. Was ich beim Durchlesen der Karten gesehen habe, also Black Panther lebt von seinen Upgrades. Die sind für ihn auch überlebenswichtig. Weil sonst viel macht er dann, finde ich meiner Meinung nach nicht. Aber man muss ihn mal spielen, um zu gucken. Naja. So, dann Black Panther, wie gesagt, 2-2-2. Hat Handlimit von 5. Und er hat Vergeltung, halt wie Captain America. Wenn er angegriffen wird, macht er einen Schaden zurück. Das war's. Mehr nicht. Okay. Kann aber cool sein gegen so kleine Minions oder so. Da, wo oft man nochmal Lebenspunkt fehlt. Ja, sind wir mal gespannt. So, dann haben wir erstmal die Basic-Karten. Ach, ist seine Karten. So, und zwar als Verbündeter die Shuri. Die hat 1-1, kostet 2, 3 Lebenspunkte. Und eine Reaktion, nachdem Shuri ins Spiel gekommen ist, durchsuche dein Deck nach einem Upgrade und nimm es auf der Hand und mische dein Deck. Also noch eine Möglichkeit, um ein Upgrade zu kriegen. Und er hat 4 Stück. Dazu kommen wir jetzt. Ja, gleich. Und dann hat er noch für 1, ist ein Ereignis, Wissen der Vorfahren, alte Ego-Aktion. Wähle bis zu 3 unterschiedliche Karten aus deinem Ablagestapel und mische sie zurück im Deck. Das könnte gleich zum Beispiel Wakanda Forever sein, die ja sehr oft braucht, aber unterschiedliche. Ja, okay, gut. Ja, vielleicht auch nicht. Gut, dann haben wir das erste Upgrade. Die Energiedolche ist eine Spezial. Wähle einen Spieler, füge dem Schurken und jedem Gegner, der mit dem Spiel im Kampf ist ein Schaden zu 2 Schaden stattdessen, falls dies der letzte Schritt in dieser Sequenz ist. Darauf kommen wir gleich. Spiele das Ergebnis, das Ereignis Wakanda über alles, um diese Fähigkeit zu aktivieren. Darauf kommen wir gleich. Legen wir mal hier hin. So, das zweite Upgrade, die Pantherkrallen. Ist auch eine spezielle ein Angriff. Füge den Gegner 2 Schaden zu, 4 stattdessen, falls dies der letzte Schritt in dieser Sequenz ist. Auch wieder Wakanda Forever. Dann taktische Genie ist entferne eine Bedrohung von einem Plan, zwei Bedrohungen stattdessen, falls dies der letzte Schritt in dieser Sequenz ist. Und dann haben wir noch den Vibranium-Anzug. Verschiebe einen Schaden von deinen Helden auf deinen Gegner. Zwei Schaden stattdessen, falls dies der letzte Schritt in Sequenz ist. So, das sind die 4 Upgrade-Karten. Jetzt hat er fünfmal, 1, 2, 3, 4, 5, genau, fünfmal Wakanda über alles. Handle die Spezialfähigkeit jedes Black Panther Upgrades unter deiner Kontrolle in beliebiger Reihenfolge ab. Das Abhandeln jeder Fähigkeit ist ein Schritt in dieser Sequenz. So, das heißt jetzt, wenn wir jetzt bestenfalls alle 4 Karten haben, würde ich so sehen, dann spielen wir für eine Ressource, spielen die Karte und wir können die alle ausspielen. 3 in normalen Fähigkeiten und eine, wenn es in Klammern Fähigkeiten, wenn es der letzte Schritt ist. Das heißt, wir müssen Schaden machen, dann spielen wir die als letztes. Das heißt, er macht immer für eine Ressource, macht er immer alle 4 Dinger. Kann cool sein, wenn man so die alle hat. Ne? Die braucht man dafür. Das heißt, wir haben fünfmal Wakanda Forever. Dann haben wir zweimal Vibranium-Ressource, Doppelressource, Joker. Das ist cool, weil wir brauchen ja viel Ressourcen für die Upgrades. Haben wir dreimal dabei. Und die Goldene Stadt ist Alter Ego-Aktion. Erschöpfe die Goldene Stadt, ziehe 2 Karten.
wenn wir mal im Alter Ego sind, kann das ziemlich cool sein. So, das waren die Black Panther Karten. Dann habe ich wieder die Basic Karten dabei. Natürlich, ne, die drei Standardkarten, die drei Standardressourcen. Das heißt, ich habe schon drei Doppelressourcen mit den anderen beiden, mit anderen dreien aus Black Panther habe ich schon sechs Doppelressourcen. Also ist schon ziemlich cool. An Ressourcen hat er viel. Dann habe ich den Avengers Tower. Mein Verbündetenlimit steigt um 1, das heißt, ich darf 4 Verbündete haben. Und wenn ich den Avengers Tower schöpfe, ist der nächste Verbündete, den ich spiele in dieser Phase, um 1 billiger. Also auch ganz cool. Natürlich Helicarrier darf nicht fehlen. Ne? Eine Kosten billiger machen. Avengers Mansion, ich darf eine Karte ziehen. Dann habe ich hier die mächtigsten Helden der Welt. Erschöpfe einen Avengers-Charakter unter deiner Kontrolle, machen einen anderen Avengers-Charakter unter deiner Kontrolle wieder spielbereit. Was kann... Obwohl Charakter... Kann theoretisch auch Black Panther sein, oder? Ist ja ein Charakter. Na gut. Weil hier steht auch nirgendwo Charakter drauf. Steht hier auch nirgendwo drauf. Aber gut. Dann haben wir natürlich meine Verbündeten, Nick Fury, der ist immer dabei. Wenn er im richtigen Zeitpunkt gezogen wird, finde ich ihn mega klasse. Ne, entferne entweder zwei Bedrohungen von einem Plan, ziehe drei Karten oder füge einem Gegner 4 Schaden zu. Und dann am Ende der Runde ist er weg, dann kann er nochmal was hier machen und dann nochmal absafen. So, dann haben wir War Machine, 2-2 hat er, kostet 4, 3 Lebenspunkte, kommt mit der Zähigkeitskarte im Spiel, das ist schon mal gut. Und Mockingbird natürlich, ich liebe sie, wisst ihr ja mittlerweile. Wenn die im Spiel kommt, betäube ich einen Gegner. Auch nicht schlecht. Dann haben wir schon mal drei Verbündete. Ne? So, dann kommen jetzt die Führungskarten. Da habe ich einmal mich für den US Agent entschieden. Kostet 3, hat 1-1, 5 Lebenspunkte. Das finde ich mal hart. Hat auch Vergeltung 1. Wenn er angegriffen wird, macht er einen Schaden zurück. Finde ich ziemlich cool. Dann Hawkeye, den finde ich auch einfach mal klasse. Hawkeye kommt mit viel Fallmarkern ins Spiel. Reaktion, nachdem ein Scherge ins Spiel gekommen ist, entferne einen Fallmarker und füge den Schergen schon direkt 2 Schaden zu. Bam. Iron Man, 4 kostet er, 2-2 und 3 Lebenspunkte. Senke die Kosten, um ein Upgrade auf Iron Man zu spielen, um 1. Finde ich auch ziemlich cool. Dann Yondu. Kostet 4, 2er Slot, 1 Angriff. Und 2 Lebenspunkte. Aber das Coole ist, hier ist kein Stern drunter, wie ihr seht. Das heißt, er kann immer angreifen, ohne Schaden zu machen, wenn man ihn dann gut schützt. Und er ignoriert Vergeltung. Das heißt, er kommt auch nichts zurück. Das heißt, immer wenn, den muss man am Leben halten, damit er immer dann bam, bam, einen Schaden noch schnell über da macht und da mal macht. Ja, mal gespannt. Dann Squirrel Girl, einfach nur als Lebenspunktfüller für 2. Wenn ihr ins Spiel kommt, macht sie jedem Gegner einen Schaden. Ja gut, aber einfach nur als Lebensschutzschild. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus Shuri. 9 Verbündete habe ich dabei. Dann habe ich zweimal dabei, bereit für Action. Gib einen Verbündeten unter deiner Kontrolle eine C-Statuskarte. Habe ich zweimal dabei. Gemeinsam sind wir stark. Erschöpfe beliebig viele Verbündete unter deiner Kontrolle. Ziehe eine Karte für jeden auf diese Weise erschöpfen Verbündeten. Das heißt, wenn ich mit dir nichts mehr machen will und die nur noch einen Lebenspunkt haben oder so, sagen wir, habe ich 3 Stück, kann ich die erschöpfen, kann ich 3 Karten ziehen. Dann hier das Sky Cycle. Hänge diese Karte an Avenger Verbündeten an. Der Verbündete mit diesem Upgrade erhält fliegend, was mir eigentlich egal ist. Aber hier, erschöpfe Sky Cycle, mache den Verbündeten mit diesem Upgrade spielbereit. Kann nicht schlecht sein. Letztes Gefecht. Sobald ein Verbündeter unter deiner Kontrolle angreift, bekommt er für den Angriff plus 3 Angriff. Nachdem der Angriff abgehandelt worden ist, lege den Verbündeten ab. Das heißt, wenn man weiß, okay, er stirbt eh, kann er nochmal einen raushauen und vielleicht noch ein Minion damit das und 4 Attacke mitnehmen. Zum Beispiel der Skirrel Girl, dann wird sie mit 4 angreifen. Wäre auch nicht verkehrt. Dann habe ich alles geben. Bedingung, eine Energieressource. Gib beim Bezahlen dieser Karte die angegebene Ressource aus, das ist eine Heldenaktion. Erschöpfe deinen Helden, füge einem Gegner Schaden in Höhe der Summe deiner Heldenwerte, Widerstand, Angriff, Verteidigung zu. Das heißt, das wären bei Black Panther zum Beispiel 6. Vielleicht mit noch einer Erhöhung oder so. Mal gucken. Kann cool sein. Dann inspiriert ist ein Zustand. Hänge diese Karte einen Verbündeten an. Der Verbündete mit diesem Upgrade bekommt plus 1 Widerstand, plus 1 Angriff.
Moralschub. Wähle einen Helden. Der Helden bekommt bis zum Ende der Runde plus 1 Widerstand, plus 1 Angriff, plus 1 Verteidigung. Also das jetzt auf Black Panther. Dann macht er 9 Schaden. Ne? Kann nicht schlecht sein. Teamtraining. Jeder Verbündete unter deiner Kontrolle bekommt plus 1 Lebenspunkt. Auch nicht schlecht. Quinjet. Nachdem dein Zug begonnen hat, platziere einen Zeitmarker auf Quinjet. Und in Aktion bringe einen Avenger-Verbündeten, dessen aufgedruckten Kosten gleich oder weniger als die Anzahl der Zeitmarker auf den Quinjet sind, von deiner Hand ins Spiel und lege sie ab. Das heißt, ich sag mal, er hat jetzt in der dritten Runde oder zweiten Runde hat er 2 Marker drauf, kann ich Squibble Girl umsonst spielen von meiner Hand. Dann natürlich nochmal die Doppelressource wieder für Führung. Das heißt, ich habe dann 3, 6, 7, 8 Doppelressourcenkarten. Da ist nicht schlecht. Einsatzbefehl, bezahle die aufgedruckten Kosten eines Verbündeten im Ablagestapel eines beliebigen Spielers, bringe den Verbündeten unter deiner Kontrolle ins Spiel. Also zack, ne? Kann ich wieder zurückholen. Bringe ihn in deiner Kontrolle ins Spiel. Kommt er auf meine Hand oder kann ich den auslegen? Mal gucken, wenn es soweit ist. Und mach dich bereit, mache einen Verbündeten bereit. Ja, das sind meine Karten, die ich mir ausgesucht habe, aus meinem Fundus, was ich habe. Gibt vielleicht bessere, aber alle Helden habe ich noch nicht. Dann würde ich sagen, bauen wir mal auf. Und dann kann die Katze mal die Krallen zeigen. Bis gleich. So, soweit haben wir alles vorbereitet. Die Erzfeinde kommen beiseite. Die Verpflichtung wird reingemischt mittig. Huch. So. Haben wir das? Dann meine Karten auch nochmal. Ich bin echt gespannt, ob mir Black Panther doch nachher noch genauso spielen, so viel Spaß macht wie Miss Marvel. Muss ich sagen, die hat mich echt überrascht. Die hat doch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die werde ich doch mal jetzt wieder weiter öfters spielen. Die ist es wert. Bin mal gespannt, wie er sich gegen Rhino schlägt. Ich habe ihn gegen Rhino angesetzt, weil ich eigentlich noch nicht momentan nicht viel erwarte. Ich glaube, Crossbones mit den ganzen, wenn das bei Miss Marvel gesehen habe, wie viele Verbündete er alles hatte. Ich glaube, da wäre er ein bisschen überfordert mit. Schauen wir erstmal. Wie gesagt, 11 Lebenspunkte und er hat 14 Lebenspunkte. Ich ziehe 6 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dann durchsuche ich dein Deck nach einem Black Panther Upgrade und nehme es auf der Hand. Schaden ist gut, das wollen wir ja machen. So, na, die Karten sind neu, die Höhlen, die kleben noch. So. Gut, haben wir die Deutsche. Das heißt, wir spielen jetzt einmal natürlich die Deutsche für 2. So, dann spielen wir die Goldene Stadt für 2. Die Goldene Stadt kann ich erschöpfen und ziehe 2 Karten im alten Ego. Mach mal 1. 2, ah, ist doch perfekt. Dann können wir direkt noch hier für 2 für Bedrohung spielen. So. Dann haben wir das. Dann gehen wir mal. Doppelressource darf er jetzt opfern. Boah. Wo ich hier noch keine Sweats habe, wo sich das noch gar nicht lohnt. Nee, dann werde ich einfach angreifen für 2. So. Und dann
bin ich soweit fertig. Das heißt, zwei Karten ziehe ich. Vibranium. Und Hawkeye. Na, siehst du. Ja, gut, der Plan geht um eins voran. Dann würde Rhino angreifen. Wenn ich verteidige, ich muss ja eigentlich gar nicht. Nee, ich verteidige nicht. Dann kriege ich zwei, kriege ich vier Schaden. Aua. Vier Schaden, das ist ja schon mal okay. Vier Schaden und dann zack die Karte. Krisensymbol. So, kommt mit zwei ins Spiel. Muss ich zuerst entfernen. Okay. Dürfte auch nicht das Problem sein. Hätte schlimmer sein können. So. Spielen wir Hawkeye für 3, für 2, für 1. So. Und Hawkeye kriegt 4 Marker. So. Ja, gut. Dann muss ich hier die spielen. Ja. Ich spiele Verkanda über alles. Für die, leider. Das heißt, da kann ich zwei Bedrohung. Dann die hier für. Dann spiele ich zuerst, um einen Schaden zu machen. Und dann die hier für zwei. Für 2, dann ist der Plan weg und dann greift nochmal Black Panther an für 2 und switcht hier rüber. Dann spiele ich die nochmal. 1, 2. Okay, dann. Und Hawkeye nimmt den hier noch weg. Sicher, sicher. So, dann bin ich fertig. Ich ziehe 3, 4, 5. 6, okay. Dann, der Plan geht um einen voran. Einen für Rhino und einen für den Jungen hier. Dann kriege ich noch eine Karte. Bombendrohung. So, da kommen zwei drauf. Uiuiui, das ist jetzt nicht so gut. Zwei und einen, die muss weg. Gut, aber hätte auch schlimmer sein können. So, dann werden wir erstmal hier die Karte und zwei Karten ziehen. So. Dann erschöpfen wir T'Challa. Obwohl, der hat 7, ne? Nee, machen wir nicht. Wir drehen. So.
Die müssen wir auf jeden Fall gleich spielen. Das ist ein Upgrade. Die spielen wir dafür. So. Iron Man? Nee, nicht Iron Man. Die spielen wir dafür. Dann müssen wir den hier spielen. Für 1, 2, 3, 4. Dann spielen wir den für 4 Stück. Der kommt mit einer C-Statuskarte im Spiel. Moment mal eben, mir ist gerade aufgefallen. Er hat mich eben angegriffen. Ich habe Vergeltung. Dann kriegt er noch einen weg. So, genau, ich habe nämlich Vergeltung, ne? So, dann habe ich das. Dann würde ich spielen Wakanda über alles für die Ressource. Ups. Und zwar erstmal hier. Erstmal hier. Nee, ersten Angriff. Für 1. So. Dann hier für 2. Opa. Dann Hawkeye. Hawkeye für 1. Dann ist der Plan weg. So. Und dann ich noch mal für 2. Gut. Stopp. 2, 3, 4, 5. Oha. Okay. Der Plan geht um einen voran. Er würde angreifen, geht auf C. So. Und dann noch eine Karte. Plus 3 Angriff. Das kann böse werden. Na gut, dann. Dann wäre War Machine aber weg. Aber. Boah. Okay, machen wir es so. Machen wir es so. Erschöpfe viele Verbündete. 1, 2. Ziehe 2 Karten. 1, 2. Ah, okay, war keiner über alles. Das ist gut. Dann spiele ich Shidi, mache einen Verbündeten wieder spielbereit. Das war er hier. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Ja, um die zwei Slots noch hier wegzumachen. So. Dann ist er auch wieder so. Dann spiele ich Wakanda über alles für einen.
Ja, dann brauche ich nur die eine jetzt rumzudrehen, um zwei Schaden zu machen. So. Zack. Dann spiele ich. Jedi, willst du in der Vorfahren? Wähle bis zu drei unterschiedlichen Karten aus deinem Ablagestapel und mische sie zurück ins Deck. Natürlich einmal Wakanda. Dann einmal Vibranium. Und die. So, das war das. Das war das. Dann zupp und zupp. Krieg ich 4 Lebenspunkte dabei. 8, 9, 8. Genau, passt noch. Ja gut, die Karte brauche ich ja schon. Ich muss jetzt eher 12, 6 ziehen. Dann 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sehr gut. Okay. Das war gut. Der Plan geht um 1 voran sowieso. Einen wegen Rhino und nochmal deswegen ein. Und dann, sobald aufgedeckt, gibt Rhino eine C-Statuskarte. Ja. Okay. Hätte schlimmer sein können. So, erstmal spiele ich die goldene Stadt. Kriege nochmal 1, 2 Karten. Dann spiele ich direkt auch den Helicarrier. Für 2. Für 2. Ja gut. 4, für 4. Für 3. Dann mache ich die direkt um eine billiger und spiele die umsonst. Der kriegt eine. Nee, machen wir noch nicht. Machen wir noch nicht. Erstmal. Erstmal greift er an für eine, nimmt die Hawkeye greift an, nimmt die C-Statuskarte weg. Das knockt ihm aus. Das knockt Hawkeye aus. So. Nimmt die C-Statuskarte weg. Dann greift er hier an für 2. Mal leise Widerstand für 2. So. Dann spiele ich Wish und mache die für 0 Ressourcen, damit er eine C-Statuskarte bekommt.
Dann dreht er sich um. Dann spiele ich den Vibranium-Anzug für 2. So. Und dann würde ich angreifen für 2. Hat er noch 3. Ja. Das war dann meine Runde. Ich ziehe auf 5 Karten auf. 2, 3, 4, 5. 5, ja. Okay. Dann, der Plan geht um einen voran. Er greift an, geht in der C-Statuskarte rein. Wäre einer und die ist dann auch mit weg. So. Und dann geht der. Ein Hydra, eine Hydra-Wache. Uiuiuiui. Okay. Kein Problem. Ach, da habe ich die Karte weggetan, ne? Mist. Dann spiele ich Shuri für 2. Nachdem Shuri ins Spiel gekommen ist, durchsuche dein Deck nach einem Upgrade und nimm es auf der Hand. Mische dein Deck. Gut. Haben wir noch die Handschuhe? Dann spiele ich nochmal die C-Statuskarte auf War Machine aus. Und spiele Wakanda über alles für 1. So, jetzt muss ich gucken. Hab ich 8, 9, 10, 11. Okay, das bringt mir nichts. Die kann ich nicht spielen. Dann werde ich das so machen. Ich nehme erst 1 Schaden. 1 Schaden. Hat dann noch 2. Dann hier die 2. Weg. Ich kann keinen Schaden übertragen, weil ich keinen Schaden habe. Aber egal. Und dann kommt noch Black Panther. Und 2 weg. Ach! Kommen wir noch zurück. Wie gesagt. So, er hatte noch 3, ne? Ja, genau 3. Muss erst die Wache angreifen. Okay. Füge dem Schurken und jedem Gegner den Schurken. Und jedem Gegner. Also 1. Kriegt er 1. Dann für 2. Habe ich den Plan weggemacht und 2 greife ich ihn hier an. So. Dann haben wir das. Dann greift Shuri noch an. Nimmt hier einen weg. Und ich drehe im alten Ego. Gut. Habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, der Quinjet kommt auch mal. Gut. Dann bin ich soweit. Der Plan geht um einen voran.
nochmal um einen, weil Rhino und um nichts. Und dann kriege ich noch eine, hänge diese Karte noch rein. Wollte rein, um die Menge an Schaden zugefügt werden würde, platziere den Schaden stattdessen hier. Okay, kriegt er 5. Eine 5er Rüstung. Kein Problem, alles gut. Mein Gott, der spielt sich aber echt zäh, weil er nicht wirklich Schaden macht, ne? Dann spiele ich die Handschuhe. Für 2, ja, das Vibranium. So. Dann spiele ich die Goldene Stadt. Zieh nochmal. Einmal, zweimal, das ist gut. Dann spiele ich das Avengers. Für 1, 2, 3. Ach komm, 4. Für 4 spiele ich das Avengers. Ah, nee, Quatsch, für 3. Weil ich kenne den Helicarrier spielen. Für 3, so. Dann erschöpfe ich Avenger. Sehr gut. Jetzt habe ich keinen Bekannter Forever. Wow. So. Der kommt zurück. Mache ich. Dann spiele ich alles geben für 2. Erschöpfe deinen Helden. Füge einem Gegner Schaden in Höhe der Summe deiner Heldenwerte und zu. Wieder schon Angriffverteilung. 2, 4, 6. Das sind 5. So, das sind 5. Und 6. So. Genau. Und Churi macht dann den so, den letzten weg. Dann haben wir Hauen und Klauen. Haben wir das auch schon gesehen? Hoppa. Hauen und Klauen haben wir schon gehabt. Ne, noch nicht gehabt. Ach komm, kann man mal mischen. Nicht gut gemischt. Hauen und Klauen. So wird aufgedeckt, kommt mit 2 plus 1 für jeden Spieler mit 3. So. Die wäre auch durch. Okay. Dann bin ich mit allem durch. Ziehe auf. Das sind 2 Karten. So, jetzt habe ich alle 4 Upgrades da. Jetzt muss der ja rocken. So, jetzt haben wir 3. 4, 5. Okay. Ich bekomme davon eine gleich. Rhino würde angreifen. Entschuldigung. Greift an. Oh, Gott sei Dank ist die Karte weg. Mit 5 geht in die C-Statuskarte hier vom War Machine. Dann kriege ich eine Karte normal und eine Karte wegen hier. So, machen wir erstmal hier die. Eine Hydra-Wache. Okay. Rhino halt für Schaden. Achso, der ist bei 15. Bei 15. Wenn kein Schaden nachheilen würde, erhält diese Karte Nachrüsten. Okay, das ist dann die hier.
Der Schurke treibt den Plan voran. Um 1 plus diese hier jetzt. Um 2. Uiuiuiuiui. Das hat mir jetzt echt hier zugesetzt. Rhino halt für Schaden, kann er nicht. Verpflichtung. Du darfst deine Tier auf ein alter Ego erschöpfe T'Challa, entferne Staatsgeschäfte auf dem Spiel. Gut. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aua. Dann gucken wir. Dann haben wir die goldene Stadt. Die machen wir mal. Kriegen wir 1, 2. Okay, die bringt mir jetzt auch nichts, weil ich habe keine Ablagestärke. Dann erschöpfen wir Avengers Mansion. Mist. Nicht die Karten, die ich brauche, um hier die ganzen Upgrades zu aktivieren. Na, das ist doch schon mal toll. Habe ich 1, 2. Ich spiele Nick Fury für 3. Für 1, 2, 3 und 4 spiele ich Nick Fury. So, entferne 2 Bedrohungen. Ja. Machen wir hiermit. Machen wir damit. Dann für 1 machen wir die weg. Die musste weg. So. Dann greift War Machine an. Er greift nicht an. Macht 2 Schaden. 2 leistet ihr Widerstand. So. Dann ist War Machine Geschichte. Dann spiele ich 1, 2. Ja, dann spiele ich Mockingbird für 1, für 2 und für 3. Betäube einen Gegner. Er ist verwirrt. Betäube einen Gegner. Das wäre er hier. Gib einen Verbündeten eine C-Statuskarte. Die können wir noch behalten. Jetzt die Frage, es greifen die an, weil der Matt geht jetzt um 1 hoch. Macht einen weg. Und Shuri macht den anderen weg. So. Der hat schon. Dann bin ich durch. Machen wir alles wieder bereit. Also ich merke schon, wenn man hier die Wakanda für alles Karten nicht hat, dann spielt er sich ziemlich zäh.
So, dann haben wir 2, 3, 4, Gott sei Dank, 5, 6. Okay. So, der Plan geht um einen voran. Sowieso. Nochmal um einen, wegen links und um einen. Das sind 4. Dann, oh, 5. Oh, das darf jetzt nicht so eine. Ach, Gott sei Dank. Um 6. Und um einen. Er verschwindet jetzt am Ende der Runde. Okay, jetzt muss es knallen. Jetzt muss es knallen. Ich spiele die Goldene Stadt und Avengers. Ich darf 3 Karten ziehen. 1, 2, 3. So, dann. Zack. Dann spiele ich Wakanda. Wakanda. Für einen. Wakanda für einen. So, dann muss ich jetzt überlegen. Zwei Bedrohungen als letztes. Füge einem Schurken und jeden Schergen mit dem einen Schaden zu. Das ist 1. Weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn angreifen darf. Ich mache es mal nicht. Verschiebe einen Schaden kann ich auch nicht, weil ich noch voll bin. Füge einem Gegner 2 Schaden zu. Das sind mein 1, 2. Dann ist er weg. Und dann 2 Bedrohungen von einem Plan nehmen. So, zack. Das wäre das. Das wäre das. Ich muss gucken, ob ich dieses Schwert wegkriege. Ich nehme Yondu für 2, für 3, für 4 spiele ich Yondu. Er macht einmal hier 2 weg, kriegt dadurch ein Dings. Dann spiele ich für Hawkeye, spiele ich kann es eh nicht angreifen. Okay, machen wir anders. Dann spiele ich erschöpfe deinen Helden, füge einen Gegner im Wert im Angriff alle 3 Werte zu, also 6 Schaden. Dann spiele ich Hawkeye und spiele den hier. Nee, okay, die. So, die 3. Die 2 für die. So, mache ich 6 Schaden. So. Und hier, sie macht noch 1 Schaden. So. Dann sind wir wieder so weit. 2, 3, 4. 5, okay, sehr gut. Okay, der Plan geht um einen voran.
Er würde angreifen, ist aber betäubt. Und dann kriege ich eine Karte. Soweit aufgedeckt, der Schurke greift dich an. Gut. Er greift Mockingbird an. Mit 5, aber ist egal. Die junge Dame ist weg. Gut, hätte schlimmer sein können. Dann bin ich dran. Erstmal Avengers Mansion. Eine Karte. Bringt mir nicht. Doch. Ja, die ist ja super. Ach, ist kein Avenger, schade. Mein Yondu ist kein Avenger. Mist. Hätte ich immer wieder spielbereit machen können. Zweimal pro Runde schießen. Das wäre cool gewesen. Ich nur einen. Dann spiele ich hier Moralschub für umsonst. Der geht auf Yondu. Dann spiele ich das letzte Gefecht mit Yondu. Krieg plus 3 Angriff. Das heißt, er hat 4 Angriff. Aber danach geht er legen Verbündeten ab. Aber 4. So. Dann spiele ich hier Wakanda Forever. Für die. Er kann da über alles. Füge dem Schurken einen Schaden zu. Kann ich nicht. Leiste Widerstand mit einem. Und füge einem Gegner 2 Schaden zu, 4 stattdessen, falls es die letzte ist. Ja. So, das war's, Rhino. Bam. Game over. Wow. Also ich muss sagen, die Mechanik ist im Grunde ganz cool. Aber der spielt sich ziemlich zäh und streckt das in der Länge. Weil wenn man hier die Wakanda über alles Karte nicht hat, finde ich, zieht sich das. Was gut war im Grunde, fand ich die Karte. Weil ich konnte doch oft viel im alten Ego wechseln und so. Und dann konnte ich immer noch 2 Karten ziehen, damit ich schneller hier meine Karten kriege. Also das war okay. Also spielte sich okay, aber jetzt nicht so, dass das einer meiner Lieblingshelden wird. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es zieht sich alles ein bisschen in die Länge. Immer nur so kleine Kleckerschaden. Ein Schaden, 2 Schaden. Na gut, nachher mal 4 Schaden. Aber ansonsten. Ja. Jedem das seine. Vielleicht mögt ihr meine Scarlet Witch ja nicht oder so. Dann ist das alles okay. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ja, aber gut. Er war erfolgreich, hat gewonnen. Ich hoffe, hat euch trotzdem Spaß gemacht. Auch, dass keine gravierenden Fehler war. Falls euch was aufgefallen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann sehe ich mir das an und lerne gerne dazu. Ansonsten lasst ein Like da. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, abonnieren und erzählt es euren Freunden. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Avengers sammeln.